Wir befinden uns alle im Netz der Versuchung und eine Gruseloma ist auch mit am Start. Du weißt doch, dass man in Plymouth gerne sagt, dass jeder alles weiß. Aber wäre es nicht witzig, wenn in Wahrheit niemand irgendwas weiß? Der Kinocast. Hallo und willkommen hier zum neuen Kinocast. Wieder live auf eure Ohren da draußen. Ich begrüße Kate und Chris hier in der Leitung. Hallo. Hallo. Hallo Kate und Erik. Hallo. Hallo Chris und Erik. Ja, jetzt wo Magenta TV, DHL irgendwie kostenlos, nee, DEL kostenlos, DHL, DEL kostenlos überträgt. Ja, DHL überträgt jetzt genau. Live. Ja, ist jetzt der Chris völlig von der Rolle, oder? Nee, du hast es eh schon gehabt. Ja. Aber da geht's jetzt ab mit einem Pausentee. Aber gut, das ist jetzt erstmal nicht das Thema hier. Sondern wir reden hier über Filme. Das hier der Kinocast. Filme, Filme, Filme. Zum Beispiel die Sneak Preview, da hatten wir den Film Im Netz der Versuchung. Nein. Und was ein seltsamer, komischer deutscher Titel ist, der, ja, weiß nicht, also Im Netz der Versuchung, heißt im Originaltitel Original Serenity, was durchaus Sinn macht, denn so heißt ein Boot und das Boot gehört Matthew McConaughey und Matthew McConaughey lebt auf so einer kleinen Insel und ist so Hochseefischer und verdient sich immer mal ein bisschen Geld, dass er irgendwelche Touristen mit rausnimmt und er hat gleichzeitig auch einen, ja, sowas wie Moby Dick, aber es ist hier, handelt sich hier um einen Thunfisch, also ein Fisch, hinter dem er her ist, den er unbedingt mal fangen will, den er schon ein paar Mal an der Angel hatte, aber irgendwas hat nicht geklappt jedes Mal und in der Eröffnungssequenz sehen wir das dann auch, dass er irgendwie den Fisch wieder an der Angel hat, während er irgendwelche Touristen befördert, die ihm eigentlich dafür bezahlen, dass wenn ein großer Fisch da dran ist, dass sie ihn rausziehen dürfen, den Fisch, und quasi eine Trophäe mit heimnehmen dürfen. Er nimmt das aber an sich und verscherzt sich dann mit denen und kommt zurück und führt dazu, dass die ihn nicht bezahlen. Und wir erfahren, er ist eh schon ein bisschen in Geldnot, schon seit eh und je. Und auf dieser Insel, da kennt sich irgendwie gefühlt, kennt jeder jeden. Und wenn er irgendwie die Bank fragt, ob er irgendwie noch eine weitere Kreditlinie bekommt, dann, und die lehnt ab, dann erfährt das auch irgendwie so ziemlich jeder gleich. Und so spricht es halt rum, dass er irgendwie in Geldnöten ist mal wieder. Er hat so eine Gönnerin, da, ich weiß nicht, die haben so eine kuriose Beziehung, da verdingt er sich so ein bisschen, so fast wie ein Callboy, würde ich sagen, aber er wird es wahrscheinlich selber nicht so bezeichnen, sondern er hat da wohl eine amoröse Beziehung mit der Frau und die gibt ihm immer Geld hinterher. Übrigens gespielt von Diane Lane. Ja, ganz ja, genau. Und ja, ist irgendwie ganz, irgendwie ist alles so ein bisschen suspekt und dann tritt plötzlich auch noch eine Ex-Frau von ihm auf den Plan, gespielt von Anne Hathaway, hier mal mit gefärbt straßenköterblonden Haaren, und sie sagt, hey, ich bin jetzt hier auf der Insel angekommen, und wir erfahren, der Sohn, den sie hat, das ist auch gleichzeitig sein Sohn, also er hatte schon die ganze Zeit irgendwie von einem Kind geredet, was nicht mehr bei ihm lebt, und wir erfahren, ach, das ist die Mutter dazu, okay. Und die Mutter, oder die Anne Hathaway, die erzählt ihm halt, hör ich zu, der behandelt uns total schlecht, der aktuelle Mann, den sie da hat, der hat zwar Geld und so, das ist alles okay, aber der schlägt uns oder mich hauptsächlich und unterdrückt das Kind, also deinen Sohn, und wir bitten dich da um Hilfe. Der kommt jetzt morgen oder übermorgen, was hat sie, weiß nicht, irgendwie demnächst kommt er auf der Insel an. Und zwei Tage, drei Tage, irgendwie sowas. Ja, irgend sowas. Und sie hat ihm als Geschenk ein Hochseeangeltrip versprochen, hat sie im Internet organisiert, und das ist er halt. Er soll halt mit ihrem Mann, der häusliche Gewalt anwendet, soll er rausfahren, und quasi, das soll halt dann auf hoher See ein Unfall passieren, dass er eben
dieser gewalttätige Mann nicht wieder mit zurückkommen. Der Mann kommt dann auch auf der Insel an und irgendwie ist dann aber alles nicht ganz so vielleicht, wie es scheint. Und viel mehr möchte ich da mal nicht verraten. Das ist jetzt auch, obwohl das schon fast klingt wie der ganze Film, das ist bei weitem noch nicht der ganze Film, da passiert noch so einiges. Da hat dann auch dieser berühmte Thunfisch, der riesige Thunfisch, da noch eine kleine Rolle mit. Und ja, das war's, glaube ich, so. So viel kann man zu dem Film spoilerfrei sagen. Man kann da echt den ganzen Film verderben, wenn man ein bisschen zu viel erzählt. Deswegen, wir haben uns vorher mal ein bisschen abgestimmt, wie weit wir da gehen. Ich weiß nicht, ob das bis hierhin überhaupt jemanden Lust macht auf den Film. Aber wenn man sagt, dass danach noch ziemlich abgefahren wird, dann hilft das vielleicht. Also ich würde ihn schon noch sehen wollen jetzt nach der Beschreibung. Der deutsche Titel ist übrigens scheiße da im Netz der Versuchung. Also Versuchung meint ja so Verschiedenes, also auch so, was weiß ich, sexuelle Versuchung. Ich meine, da ist alles ein bisschen drin. Das ist, der ganze Film hat so eine sehr schwülstige Atmosphäre und wer Matthew McConaughey's Arsch mal sehen will, den sieht man da diverse Male nackig da. Aber nicht sein Pullermann. Sein eigener. Ja, nicht sein Pullermann, obwohl. Man weiß es nicht. Das hat mich so ein bisschen überrascht, weil es gab ja so Schwimmszenen. Sieht man den auch? Dubel. Nee, man sieht ihn eben nicht. Okay. Das ist ja, das ist aber so Schwimmszenen und Vielleicht ist er nicht so groß. Das kann natürlich auch sein, dass man den von hinten da nicht so sieht, dass der durchbommelt. Naja. Wir können da nicht von uns ausgehen, der kleine Matthew, wo quasi wie ein drittes Bein da ist. Ne? Das kann man nicht von uns. Ja, also, ist bei dir auch so, wenn du nackt Langlauf machst, hinterlässt du drei Spuren. Gut, dass wir einen Explicit Tag haben. Ja. Gut, wie hoch das Niveau heute schon ist. Ja, genau. Wäre ich doch besser im Bett geblieben. Ja, der Film ist natürlich sehr gespickt auch mit durchaus. Ja, mit hochkarätigen Darstellern, also Matthew McConaughey, True Detective hat er Preise bekommen oder Dallas Buyers Club und so. Ja, und Anne Hathaway kennt man auch und so. An sich ist es aber. Jason Clark kennt man auch. Den Mann von ihr, den. Ja. Ja. Ja, den hat man schon diverse Male irgendwo gesehen, ne? Ja. Das ist so ein typisches Nebenrollengesicht da. Was? Da hat die Hauptrolle gehabt in Everest und Planet der Affen. Planet der Affen, Revolution. Diverse Nebenrollen, du bist ja lustig. Fällt mir gerade nicht so ein. Ich glaube, der Manager würde dir was erzählen. Habe ich nicht so präsent gerade, diese Hauptrollen, ja. Die er da so. Aber ja, ist auf jeden Fall sehr gespickt mit bekannten Gesichtern. Trotzdem wirkte das Ganze eher so wie eine relativ kleine Produktion, so von der Machart her, vom Dreh her und so. Und da hat wahrscheinlich das interessante Drehbuch, was da so ein paar Wendungen macht, hat dann die Schauspieler dazu bewegt, mitzumachen. Oder die Location. Warum sehe ich denn hier, dass Uma Thurman da mitgespielt hat? Hat die auch mitgespielt? Steht hier. Wo? Okay, Jimon Hunsu hat mitgespielt. Den haben wir zuletzt auch bei Avengers war das, gesehen gehabt. Ja, ne? Guardians of the Galaxy. Guardians, ja. Uma Thurman soll mitgespielt haben. Was? Ich weiß nicht. Hier stehen nicht die Rollennamen. Ich müsste mal bei IMDb gucken oder so. Echt? Uma Thurman. Steht es bei dir auch? Oder ist das hier? Nein. Nicht. Okay. Dann gucke ich mal hier bei Echt wurde ihr Auftritt gestrichen. IMDb. Ja, vielleicht ist er raus. Ja, deswegen, ich bin bei IMDb und da steht nichts von Uma Thurman. Das ist ja komisch. Hier beim Movie-Pilot, wo ich jetzt gerade mal so ein bisschen geschaut hatte, da steht nämlich Uma Thurman drin. Das ist ja ein absoluter Amateurin. Fehler hier. Ja völlig dilettantisch hier, was die hier abziehen. Ey. Das ist ja furchtbar. Aber der Rest stimmt hier. Diane Lane, Matthew Connelly, Jason Clark und so weiter. Da steht sogar bekannt aus Everest. Steht sogar da. Guck an. Naja. Aber ja, ist vom Dreher ist irgendwie ganz, ganz cool gemacht. Mich hat der Film am Anfang, hat es mir schwer gemacht, da mit diesem. Am Anfang drehte sich ja alles so sehr um das Angeln, ja, wie der da, das wirkte wie so eine etwas modernere Moby Dick-Geschichte, dass er da hinter diesem Thunfisch her, ich dachte, oh Gott, das will hoffentlich, das ist jetzt nicht so ein Angelfilm da die ganze Zeit. Also, dass die dann nur hinter diesem Fisch her sind und irgendwie dann dreht er langsam durch oder so, aber Gott sei Dank kam dann nachher diese andere Geschichte rein. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Ja, ich war jetzt von der Geschichte war ich eher so, aha, das fand ich so, ja, interessant, nennen wir es mal so. Und dann ist mir, was mir wirklich nach einer Zeit aufgefallen ist, ich fand,
gerade von Anne Hathaway das Schauspiel ein wenig hölzern. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Also ich fand es, wie gesagt, da ein bisschen hölzern an manchen Stellen und auch so. Und wie sie dann manchmal auch da stand. Und jetzt so im Nachhinein ergibt das für mich komplett Sinn. Warum das auch so war. Und ja, ich wollte es gerade sagen, ne? Also wenn sich nachher die Geschichte ganz erschließt, dann weiß man ja, warum sie da vielleicht etwas zurückhaltender agiert hat. Ja, und das finde ich dann aber eigentlich ganz cool. Also das finde ich schauspielerisch, finde ich das eigentlich ganz arg cool, muss ich sagen. Und ja, die Geschichte ist an sich, ja, also die ist, wie du es schon gesagt hast, auch schnell erzählt, nichts so Besonderes. Wie gesagt, die Location ist halt unglaublich gut und die Besetzung ist halt echt auch unglaublich gut. Und dadurch, dass der Film hat mich ein paar Mal wirklich an der Grenze gehabt, wo ich nicht mehr genau wusste, wie und war und warum und was und hä? Aber nicht auf eine verwirrende Art, sondern auf so eine Art. Also dieses wirklich, was glaube ich jetzt Art? Also deswegen, das fand ich ganz cool eigentlich auch wieder. Das muss ich dem Film auch zugute halten. Das sind so die Punkte, deswegen ich auch, weil ich habe schon reingespiegelt deine Bewertung gesehen und war erschrocken. Mich haben ein paar Sachen echt so, ja, ein bisschen gelangweilt auch, wo ich mich selber ein bisschen gewundert habe. Also zum einen, die dauernden Sexszenen. Also das war ja wirklich, also ich sag mal, wenn das dezent eingesetzt wird, dann, wenn das der Story irgendwie hilfreich ist in irgendeiner Weise, dann ist es ja okay. Aber da waren mir so viele Sachen einfach nur so zum Selbstzweck und das wurde dann auch so ausgeweidet, das Ganze. Und jetzt beschwert er sich über die Sexszenen. Ja, aber du weißt doch, was ich meine. Also die waren ja im Film, das war jetzt nicht irgendwie so, dass du sagst, wow, das sah jetzt nett aus oder so. Das war einfach so, dass du das so manchmal, wie wenn Tom Cruise selber einen Film produziert und sich dann irgendwelche Sexszenen reinschreibt. So ungefähr ist das, ne? Wo einfach so, hey, ich bin geil, ich will, dass ich gesehen werde. So ungefähr war das hier. Ja, ich weiß nicht, ob da Matthew McConaughey da irgendwie mit produziert hat oder so, oder ob sich Anne Hathaway oder die andere hier mal von der anderen Seite mal zeigen wollte. Das hat mich echt ermüdet dann. Und auch diese, bis die Geschichte dann so ein bisschen in Gang kommt, das hat mir einfach viel zu lang gedauert. Also bis dann Anne Hathaway da auf den Plan tritt und hier nun mal die Geschichte die Richtung aufnimmt, in die es nun eigentlich gehen soll. Außerdem hat das Thema mit den Sexszenen auch, also nachdem dann am Schluss so die Auflösung da war, hat es erst recht keinen Sinn mehr gemacht, dass das in diesem Spiel oder dass das in diesem Film da überhaupt drin sein sollte, so, ja, wenn das alles so passen sollte, ne? Ja. Übrigens, ich habe jetzt das Thema Uma Thurman aufgelöst. Die sollte nämlich zuerst die Rolle von Anne Hathaway spielen, steht hier. Im Mai 2017 wurde der Cast announced und Uma Thurman sollte den Love Interest spielen. Und Uma Thurman wurde dann aber wegen Scheduling-Konflikten, musste sie leider passen. Und da hat dann Diane Lane die Rolle von Uma Thurman übernommen. Also nicht Anne Hathaway, ich muss mich korrigieren, also nicht Anne Hathaway. Ja. Gedreht wurde das Ganze auf Mauritius. Die ganze Zeit im Film ist aber so ein bisschen von Florida die Rede und von Miami, was irgendwie nicht weit weg wäre, sodass ich es erst angenommen hatte, das wäre irgendwo, würde auf den Florida Keys oder auf den Bahamas oder so spielen. Mir war aber dieser Ort überhaupt nicht bekannt, deswegen habe ich gedacht, okay, würde irgendein Fantasieort da sein. Aber dass sie nur auf Mauritius gedreht haben, ist auch ganz nett. Weil das ist ja nun wirklich jetzt, also so vom Drehort her, ich meine, da haben sie wahrscheinlich den Hauptdarstellern gesagt, hier, ey komm, ey, kann doch auf Mauritius drehen, das ist ja quasi Urlaub und Arbeit in einem, ne? Also tja. Definitiv, ja. Ich glaube, das war auch, wie wir es ja gesagt haben, so ein bisschen das Verkaufsargument, glaube ich, für die Leute, dahin zu gehen. Und ja, aber wie gesagt, ich fand es gar nicht so schlecht. Ich kann nochmal erwähnen, nach Mauritius kann man mit einem deutschen Personalausweis ohne Probleme hin. Gehört nämlich mit zu Frankreich. Und man kann mit Euro bezahlen dort. Ja, ja, aber schöne Drehorte da. Hat mir gefallen. Sah schön aus dort. Ja. Idyllisch. Naja, ich gebe dem Film 5 von 10, weil
Ich habe, glaube ich, erst bei 6 von 10 nach meiner ersten Wertung. Ich habe es nochmal ein bisschen abgestuft, weil jetzt so nach fast einer Woche hat der Film bei mir doch deutlich verloren. Also das Wiedersehpotenzial ist bei mir so gering, dass ich sage, ja, nee, muss ich jetzt nicht nochmal sehen. Und das ist bei mir eigentlich so das beste Zeichen, dass es eher so ein durchschnittlicher Film war. Deswegen 5 von 10. Ich habe ihn aber trotzdem weiterempfohlen. Ja, guck, ich bin bei 7 von 10, weil, wie gesagt, diese schauspielerische Darstellung sich mir einfach dann mehr erschlossen hat. Und das hat mir dann doch Respekt abgerungen, genau, danke. Oh Gott, ja, ich habe eine harte Nacht. Du hast Respekt gezollt. Ja, genau. Und deswegen bin ich da, also ich wäre wahrscheinlich auch nochmal auf 6 runtergerutscht, aber das hat es jetzt nochmal auf 7 hochgelüpft. Einfach weil ich die Besetzung cool fand und ich finde die Schauspieler echt was Gutes draus auch gemacht haben dann. Ja. Deswegen. Ich hatte vorher von dem Film noch nie was gehört. Weiß nicht. Hattest du jetzt oder du wusstest, was kommt, oder? Ich wusste, was kommt, ja. Achso. Wann läuft denn eigentlich an? Das wollte ich noch gerade noch gucken. Ich glaube, im Mai oder sowas. Das sein? Schau gerade mal, Kinostart. Oh, jetzt steht bei Moviepilot, Moviepilot, es wird echt immer schlimmer, ne? Jetzt steht hier nicht mehr das konkrete Datum da. Da steht jetzt demnächst im Kino, Kinostart in einem Monat. Ja, toll. Soll ich jetzt hier schätzen, wann oder wie? 2. Mai. Okay. Ja, muss man überlegen, ob man da jetzt reingeht. Ist vielleicht auch so, ja doch, vielleicht eher so ein Autokinofilm, vielleicht auch so ein bisschen was Lockeres. Vielleicht was für das Sommerkino, City-Sommerkino, was es überall so gibt. So schöne Drehorte, tropische Orte, bisschen Sommerfeeling. Ja, mit bisschen Liebe und so. Ja. Bisschen Thriller. Genau. Aber ansonsten, für mich jetzt hat der Film kein Wiedersehpotenzial. Aber wie gesagt, ich empfehle den Film trotzdem weiter, weil der war doch ganz nett, kann man sich angucken. Und ja. Okay, wie sieht's denn aus mit den Sneak-Tipps dann für die morgige Sneak-Preview? Das wäre dann die Sneak Nummer 992 am 18. März 2019. Und der Tipp dafür ist kurz und knapp stilvoll. Okay. Das ist übrigens eine Herausforderung, sowas für einen Schwaben, ne? Stilvoll. Stilvoll. Ja. Naja. Und sind da schon irgendwelche Hinweise eingegangen? Ja, es wurde getippt, ein Gentleman und Gauner. Wobei ich glaube, dass der heißt ein Gauner und ein Gentleman. Oder Gauner und Gentleman. Dann Stan und Olli. Iron Sky 2. Und Van Gogh wurde getippt. Van Gogh würde ich tatsächlich gerne sehen. War ja da, Dings war ja Oscar-nominiert dafür, aber ich weiß nicht, stilvoll. Ja gut, könnte sein, der hat ja, wenn man da ein bisschen um die Ecke denkt, der hat ja auch hier irgendwie so ein bekanntes Bild gemalt mit diesen Blumen, wegen Stil, weißt du? Der Blumen. Oh, ja, ne? Stilvoll. Ja. Interessant, was du so denkst. Das andere wäre natürlich ein Gauner und Gentleman mit Robert Redford, glaube ich, und ist der neue Film, wo wieder mal einer seiner letzten Filme, wo er sagt, er will nichts mehr machen, zieht sich jetzt zurück. Ja. Naja, mal gucken. Einen mache ich noch. Genau, einer geht noch. Genau. Naja, mal gucken, ich habe jetzt noch gar nichts getippt hier. Was hatte ihr? Misfits oder Iron Sky? Hol mal die Schrote raus, komm. Nö, ich weiß nicht, mir würde, glaube ich, jetzt spontan auch nichts Zusätzliches einfallen. Das sind ja auch erstmal genug. Ja. Ja, dann gucken wir doch mal, was wir sonst noch so geschaut haben. Wir haben ja alle einen Film geschaut, sehe ich hier. Ja. Habt ihr alle bis gestern nichts geguckt gehabt, wo ich gesagt habe, hier, guck dir mal rein. Ja, ich war jetzt mehr oder weniger auch im Krankenhaus. Ich habe ihn die Woche über schon geguckt. Ja. Es handelt sich um Hereditary, liebe Hörer. Hereditary, der läuft nämlich gerade auf Sky. Und in dem Film geht es darum, dass Toni Collette, deren Mutter verstirbt. Und ja, sie fahren dann halt da irgendwie hin, in das Haus auch von der Mutter, und
die war wohl immer sehr eine sehr herrische Person, die Mutter. Und deswegen gab es ein sehr kompliziertes Verhältnis zu ihrer Tochter Annie, gespielt eben von Toni Collette. Und Toni Collette fährt dorthin mit ihrem Ehemann, gespielt von Gabriel Byrne, den ich ja sehr mag, und ihrem Sohn und ihrer Tochter. Und die sind dann halt auch in diesem Haus und dann kommen echt so, wird es nach und nach immer ein bisschen gruseliger, weil je tiefer man dann vorstößt und die ganze Familie hat dann auch so einige unverarbeitete Themen, die dann immer mal wieder hochkommen. Also Toni Collette geht dann zum Beispiel auch in so eine Art Selbsthilfegruppe und sagt ihrem Mann nichts davon und fasst dann in einer ziemlich starken Szene so kurz und knapp zusammen, was sie alles belastet und so. Und geht dann weiter bis hin zu, ich weiß gar nicht, wie viel man jetzt erzählen darf. Ich glaube, ich erzähle mal nicht so viel. Auf jeden Fall wird es ziemlich gruselig dann am Ende. Wenn ich das so richtig sehe, gehen hier die Meinungen jetzt auch ein bisschen auseinander. Dezent. Ich muss jetzt sehen, dass ich spoilerfrei bleibe. Ich fand zum einen die schauspielerische Leistung von Toni Collette hier mal sehr, sehr, sehr gut. Also jetzt seit langer Zeit mal wieder. Und Gabriel Byrne ja sowieso. Und ich mochte es sehr, dass dieser Film nicht so diese üblichen Wege ging. Dass der wirklich mal so ganz andere Wege genommen hat. Und teilweise dann so völlig überraschend, völlig aus dem Kalten raus, da Dinge passiert sind. Und dann auch sehr verwirrende Dinge, wenn ich so unsere WhatsApp-Gruppe sehe, wussten da manche nicht so recht, was manche Sachen so bedeuten. Und das finde ich eigentlich immer ganz, ganz gut, wenn das nicht alles so klar ist und wenn man sich ein bisschen nachdenken muss, wie kann das zusammenhängen und was hat wer gesagt und so. Und das hat mir großen Spaß gemacht, wo ich das geguckt habe. Deswegen habe ich euch den mal empfohlen gehabt. So, jetzt könnt ihr uns reisen. Also ich bin zum einen anderer Meinung, die sind nicht in das Haus der Großmutter gefahren, sondern die Großmutter wohnte bei ihnen. Ach so, war das. Weil die Kinder haben ja alle dort ein Zimmer. Sie hat die wie heißt sie, Toni Collette hat ein Arbeitszimmer. Ich muss dazu sagen, ich habe die ersten 5 Minuten verpasst. Die Mutter hatte ein Zimmer in dem Haus. Ah, also okay, so war's. Sie sind da nicht hingefahren, sondern die Mutter hat bei denen gewohnt. Okay. Und ich finde aber auch, dass der Tod der Mutter gar nicht das Ausschlaggebendste von dem Film war. Ich sage jetzt nicht, was sonst war, aber ihr wisst alle, was ich meine, weil wir wollen ja den Film niemandem versauen. Das hat mich extrem erschreckt, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der Film darauf so früh hinausläuft. War auch ganz, fand ich, extrem krass dargestellt. Auch dann die Reaktion der Beteiligten. Warte mal. Ich glaube, wir müssen hier doch mal ein Spoiler-Ding machen, dann, sonst können wir hier nicht mehr drüber reden, oder? Das, was meint ihr? Ja, doch, komm, wir setzen hier mal einen Spoiler-Talk, wenn ich es hier finde. Ich finde es nicht. Ach, hier, doch, hier ist es. Achtung, Spoilerwarnung. So, dann jetzt. Also, ich fand den Tod der Mutter nicht so schlimm wie den Tod der Tochter. Also das kleine Mädchen. Das war krass, oder? Das war richtig krass. Also ich habe erst gedacht, okay, sie stirbt wegen, weil sie eben die Nüsse isst. Ja, sie ist ja gegen Nüsse allergisch. Und auf der Party isst sie ja den Kuchen. Und man hat ja vorher gesehen, dass in dem Kuchen Nüsse drin sind. Ja, und vor allem, die weiß das doch selber auch, dass sie da allergisch ist. Ja, aber sie ist, war oder? Wahrscheinlich, ja. Sie dachte halt, das ist ein normaler Schokokuchen. Ja. Ne? Und nicht, dass da Nüsse mit drin sind. Außerdem hat ihr Bruder ja gesagt, sie soll ein Stück Kuchen essen. War sie da Herr über ihren eigenen Körper zu dem Zeitpunkt? Das ist das Nächste. Ja, dieses kleine Kind hat mich so, er hat mich echt erschreckt. Also wenn ich deren, also wenn meine Tochter sich so verhalten würde, und das war ja schon, war anscheinend schon bevor die Großmutter gestorben ist. Sorry, ich würde mit dem Kind in die Therapie gehen. Ich sag mal so, das Kind hat mich genervt und wo es dann weg war, war ich echt froh. Weißt du, was mich genervt also in dem hat? Film jetzt. Toni Collette, wie sie halb durchdreht. Die ging mir auf den Sack, die Toni Collette. Die ist halb durchgedreht. Ja, wo sie dann die Seance machen will, ne? Wo sie so aufgeregt ist. Ja, und so. Ganz schlimm. Und dann zum Schluss, du musst das Buch verbrennen. Da habe ich dann mich in die. Da habe ich mich echt in die Rolle von dem Mann so ein bisschen reingedacht. Und er sagt, oh Gott, was ist mit der los, ey? Und da macht er dann auch, nee, ich mach das nicht, lass dich jetzt hier abholen oder so. Das war, ja, genau, das ist die Reaktion da drauf. Aber mein Problem war, also bei den meisten so Sekten oder so Geistbesessenheits-
Filmen oder gerade so Filme, wo es um einen Kult geht und darum geht es ja, die haben ja dieses komische Symbol und irgendwas ist mit den Männern in der Familie und der Toni Collette, ihr Bruder, hat ja damals, bevor es irgendwie sich das Leben genommen hat, auch gesagt, er kann so nicht mehr machen, weil die Mutter ihm immer andere Menschen in den Kopf setzt, was ja dann zum Schluss auch Sinn ergibt. Aber mir hat die Logik, also nicht die Logik nicht unbedingt, aber mir hat dieses Zusammenspiel gefehlt. Warum schwebt die in dieses komische Baumhaus zum Schluss? Warum sind da nackte Leute, die ihr huldigen? Ja, ich hab's nicht verstanden. Und was ist mit diesem Sohn eigentlich falsch? Ja? Ich habe mich bei dem Film null gegruselt. Jetzt muss ich doch ganz kurz echt reingrätschen. Also erstens, ich muss auch sagen, das kleine Mädchen hat mich erschreckt. Die fand ich, das klingt so assi, wenn ich das sage, aber ich fand die mega widerlich. Und zwar komplett. Ja, also, ja, klar. Ich fand die echt widerlich. Und als dann das mit dem Mädchen sich erledigt hatte, die Szene fand ich auch so, oha, und als sie dann da durchgedreht ist, okay, alles klar. Nur, was ich halt fand, der Film fängt ja an und ich fand, der fängt fürchterlich leise an, ja? Ja. Der ist ganz ruhig, ganz dingsen. Und das fand ich eigentlich noch spannend, aber den Pfad hat er irgendwann verlassen und ich habe das erste Mal drauf geschaut, wie lange er noch geht, nach 20 Minuten und habe festgestellt, was, der geht noch 2 Stunden? Ja. Und da war ich kurzzeitig ein bisschen schockiert, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil ich schon gedacht habe, okay, was soll da bitte noch groß kommen? Die Richtung ist klar. Und dieses ganze Palaver, und der Film nimmt sich so viel Zeit zwischendrin, der ist so zäh zwischendrin. Da ist sämtliches Gruselding ist bei mir flöten gegangen. Gut, ich war auch, glaube ich, 4 oder 5 Mal auf der Toilette während dem Film. Aber trotzdem, und wer mich genervt hat, ist Alex Wolff, der den Sohn gespielt hat, Peter. Ah, dieser leere Blick. Und dann, also es ist dann so, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht kann ich mich mit dem Film arrangieren. Dann hat sie, Toni Collette hat dann oben den Dachboden aufgemacht und es kamen diese Millionen Fliegen. Diese unfassbar schlecht animierten Fliegen. Und das ist schon Ameisen. Meine Fresse. Nee, das waren Fliegen. So, also, die Ameisen waren an anderen. So, ja, die Ameisen waren auf dem. Die waren aber auch schlecht. Aber die Fliegen waren so schlecht und das wurde dann, diese Animation wurde dann noch getoppt von der kopflosen Körper ins Baumhaus fliegenden, wo ich gedacht habe, das sah so richtig aus wie ausgeschnitten irgendwie auf einem Bild und dann mit der Maus und mit Drag and Drop. Und flupp ist sie drin. So sah das aus. Und das fand ich so gottsalbern, weil das im Film überhaupt, das hat im Film nicht gut getan. Das fand ich eigentlich auch gemein für den Film. Also du erstens, weißt, also aber darüber kann ich hinwegsehen. So, nee, konnte ich nicht. Das hat mich genervt. Doch, weil ich finde, darüber kann man hinwegsehen, wenn der Film hinterher keine losen Enden offen lässt. Aber mir hat zu wenig. Da hätten die überflüssigen Szenen, wo sie ihre komische Modellstadt baut, hätte man kürzen können und dafür mehr Familiengeschichte reingemacht. Ich verstehe den Film einfach nicht. Ich habe ihn nicht verstanden. Warum ist jetzt dieser Dämon, warum hüpft er irgendwie von Familie oder von ja, aber das kommt doch. Das innerhalb haben sie doch dieser gesagt. Familie hin und her? Haben sie doch gesagt, das haben sie doch einen gesagt. Starken männlichen Wirt. Genau. Einen gesunden männlichen Wirt. Ja. Und deswegen, und bis der Dämon den dann hatte, bis er da drin war, das dauert halt seine Zeit. Und er ist halt ein bisschen hin und her gesprungen. Ja, und deswegen haben sie ihm auch geholt. Und warum, warum, auch die Krone warum bekommen. Findet die Mutter oder die Großmutter das so toll, da dem zu huldigen? Weil sie war doch besessen von dem Dämon. Die haben doch den Dämon gerufen und der ist zu ihr gekommen. Die war doch mit der anderen Frau da zusammen in diesem Kult. Da gab es doch dann die Fotos, wo sie schon in Jugendzeiten da die Beschwörung gemacht haben. Die waren doch gute Freundinnen. Ja. Genau. Ja, dann ja, also, aber ich finde, ich komme nicht gut genug raus. Und dann ist der Dämon, da hast du nicht aufgepasst. Und dann hopft der Dämon in sie rein und als sie dann stirbt, dann wandert er weiter. Halt nächsten suchen, genau. Ja, aber das Mädchen hat doch auch irgendwie... Männlich, ein starker männlicher Wirt. Das Mädchen schließt männlich aus. Also, soweit war es in dem Film noch nicht. Warum war die dann so creepy?
weil er ja da drin war, aber da war er ja nicht glücklich, deswegen wollte er da raus. Und die war halt creepy, weil sie creepy ist. Das, furchtbar. Ist für mich furchtbar. Nicht, ist nicht, für mich keine schlüssige Erklärung. Ich sehe schon, ihr fandet den nicht so gut wie ich. Ich fand den gut, weil ich gucke echt viele Horrorfilme und so und Gruselfilme und das ist mal einer gewesen, den konnte ich zu keinem Zeitpunkt vorhersehen und das fand ich bei dem einfach gut. Auch wo sie dann das Puppenhaus, dachte ich, oh Gott, ey, das ist bestimmt jetzt irgendwie, dass plötzlich da die Puppen sehen irgendwie so aus wie echt und irgendwas passiert da und so. Nichts passiert. Genau. Ja, habe ich aber gehofft, als ich da dieses Haus gesehen habe und dann da auf das erste Zimmer gezogen und ich so, oh, vor das allem, könnte interessant werden. Das könnte eine ganz interessante Richtung gehen. Ja, Pfeifendeckel. Und genau, und der spielt halt so mit den Erwartungen, die sich dann nicht erfüllen, dann kommt was ganz anderes mit und plötzlich wutsch, reißt da den Kopf ab und so auf eine Autofahrt. Weißt du, und so, oh, das ja, und das Makabere ist, die Mutter baut das auch noch als Miniaturvariante nach. Wie der tote Kopf, wer der abgetrennte Kopf ihrer toten Tochter auf der Straße liegt. Na gut, sie war ja da. Mit dem Matschfleck am Laternenpfahl, will die mich verarschen. Der Dämon war ja in ihr dann zu dem Zeitpunkt. Deswegen hat sie das ja nachgebaut. Das war sie übrigens auch so, was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, der Dämon war in ihr, hat ihr dann übermenschliche Fähigkeiten verliehen, dann hängt sie oben an der Decke und beobachtet den Sohn, ja, wie der in den Raum reinkommt, wo er seinen Brandvater findet. Sägt sich auch noch selber den Kopf ab, alles klar. Aber sie kann also nachweislich fliegen, ja. Sind wir d'accord, ja? Sie kann nachweislich fliegen, aber kriegt die Krise, als er die Leiter hochzieht vom Dachboden. Nur um dann in der nächsten Einstellung unter dem Dachbodentüre dran zu hängen und sich den Hirn einzuschlagen. Ja, weil sie regt sich ja auf, weil er den Dachboden zugemacht hat und sie kann ja nicht durch verschlossene Türen durch. Ja, aber sie hätte einfach hinterherfliegen können, bis der die Leiter hochgeholt hat, wäre sie locker hochgeflogen. Also so ein Schmarrn. Da gab es auch so ein paar creepy Szenen, wo sie dann plötzlich an der Decke hängt wie Spider-Man oder sowas. Ich fand, Film schon gut. Auch wo sie das Buch verbrennen, wo man denkt, oh scheiße, die opfert sich ja so, wuff, steht der Ehemann auf einmal in Flammen. Ja, also, das war ja. Ich muss auch noch dazu sagen, ich habe was extrem Interessantes gelernt während dem Film, weil ich habe tatsächlich auch mal auf Sky Go die 10 Sekunden Vorspul-Option benutzt. Muss ich auch, wie gesagt, ehrlich sagen. Und da ich nicht unbedingt das beste Netz hatte, hat das Vorspulen die 10 Sekunden länger gedauert, wie dass ich die 10 Sekunden vom Film gesehen hätte. Ich habe es gestoppt. Ich habe mitgezählt. Aha. Ich war irgendwann bei 17, 18, dann waren die 10 Sekunden übersprungen. Oh, ich gedacht, wahrscheinlich hat er im Hintergrund trotzdem die ganzen Daten geladen. Ja, irgendwie. Ah, ja. Also von mir, warte mal, ich gehe mal hier kurz wieder raus aus der Spoilerwarnung, weil kommen wir jetzt in, oder willst du noch irgendwas, Kate Woodson? So, also ich gebe 7 von 10 Punkten, weil das ein Horrorfilm ist, der mich überrascht hat, der in diesem Genre da doch ein bisschen was Neues hinzugefügt hat, was selten ist. Kate? Ich gebe ihm 5, weil er Fragen offen lässt, sagen wir mal so. Du musst noch mal gucken, hilft ja nichts. Nein, ich gucke den nicht noch mal. Einmal hat gereicht. Ich habe ihn gerade noch mal runter reduziert, dank dem Spoiler-Talk auf 3, weil ich ihn jetzt noch unsäglicher finde. Er ist halt Banausi. Er hatte seine Stellen. Er hatte seine Stellen nur. Der ist doch vom gleichen Macher von Get Out. Hä? Der ist doch vom gleichen Direktor wie Get Out, oder? Wäre ich mir nicht so sicher. Nee, ich war der Meinung, das ist doch der gleiche, oder? Ari Aster. Director Ari Aster. Nö. Wer hat denn Get Out gemacht? Keine Ahnung, auf jeden Fall fand ich. Aber von. Ja, okay, dann nicht. Tschüss. Ich dachte, das ist der gleiche und da fand ich den. Nee, der hat bisher nur Short-Movies gemacht. War doch Jordan Peele. Ach so, okay. Ja. Ich dachte, das war der gleiche. Okay. Nee. Jetzt wolltest du gerade Äpfel mit Birnen vergleichen, oder? Nee, aber gut, liebe Hörer, ihr habt jetzt den Spoiler-Talk natürlich jetzt nicht hören können, aber vielleicht guckt ihr Hereditary selber mal, wenn es das jetzt hier auf Sky gibt, dann gibt es das vielleicht auch irgendwo kostenlos zum Streamen und bildet euch selber ein Urteil. Könnt ihr dann als Kommentar schreiben. Ja, seid zweimal nay und einmal yay. Und wir begeben uns dann doch mal in den Bereich der chartnotierten Filme, der besten Filme, die gerade so anlaufen. Kinocharts und Neustarts.
So, fangen wir mal in den Charts an. Ich mach mal die 10. Rocker verändert die Welt. Mutig, witzig und unverwechselbar. Das ist Rocker. So, auf Platz 9 ist Rate Your Date. Dating in der Großstadt, wie ist die Überleben in der Wildnis? Platz 8, Alita Battle Angel. Habe ich heute einen interessanten Funfact gelesen. Nämlich es gibt offensichtlich einen Account von Hundefreunden in Hollywood oder keine Ahnung, die so Filmhunde und sowas, wusste ich gar nicht. Muss ich auch mal folgen auf Instagram. Und zwar haben die, da ist ja ein Hund ist ja gestorben im Film, ne? Ich sag jetzt nicht welcher und so. Was durchaus eine traurige Szene war. Und da hat jetzt dieser Account tatsächlich ein Bild gepostet von diesem Hund, wie er mit bionischen Bauteilen wieder erweckt wurde. Der Hund lebt doch weiter, das haben sie doch rausgeschnitten. Haben wir, glaube ich, damals besprochen, aber was weiß ich schon. Gut, dass der Erik so zuhört, ja, wenn wir auch was sagen. Ich wollte sagen, das haben sie aber jetzt ganz aktuell. Haben sie es offiziell verkündet. Ja, okay. Dieser Hund lebt und haben ein Bild geschickt von diesem Hund. Da stand irgendwie drunter, wuff, wuff, mir geht's gut, schaut mal, ich bin repariert oder so ähnlich. Weil ich bin repariert für die Klasse. Ja, oder keine Ahnung, wie die das nennen, wenn da mit solchen zusätzlichen Bauteilen das Lebewesen wieder ergänzt wird. Ja, bin ich dran? Nee, Platz 7. Nee, du bist dran, okay. Platz 7, Heartpowder, haben wir in der Sneak schon gehabt und auch schon besprochen mit Liam Neeson und Laura Dern. Ein Film, den ich unbedingt noch sehen möchte, auf Platz 6, Asterix und das Geheimnis des Zaubertrankes. Leider hat mein kleines Kino hier um die Ecke, hat jetzt den Besitzer gewechselt, was sehr angenehm ist in der Hinsicht, dass das Kino weiter bestehen bleibt, denn eigentlich wollten sie da Wohnungen draus machen aus dem Kino, aber die Besitzerin, die es verkauft hat, hat gesagt, ich verkaufe das nur an jemanden, der das auch als Kino weiter betreibt und das wird jetzt auch passieren. Allerdings erst ab, ich glaube ab Juni oder so, wird das wieder eröffnet. Muss ich mal gucken. So. Platz 5, ebenfalls in der Sneak besprochen, Escape Room. 6 Fremde sind unerwartet in einer bedrohlichen Situation gefangen, die sie nicht kontrollieren können. Genau. Achso. Platz 4 haben wir hier auch schon besprochen. Green Book, Oscar-Gewinner dieses Jahr. Platz 3, Ostwind, der 4. Teil, Aris Ankunft. Platz 2, Drachenzähmen leicht gemacht, Teil 3, die geheime Welt. Und Platz 1. Und immer noch auf Platz 1, Captain Marvel. Hey. Brie Larson. Total verdient. Und dann gucken wir noch mal, was diese Woche anläuft in den Stuttgart-Kinos. Via ist ein toller Stichpunkt. Hast du den Trailer gesehen? Von Via? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ah, nee. Da hatte ich nur drüber erzählt gehabt, glaube ich, ne? Ja. Ja. Ich fand den großartig, den Trailer. Okay. Also. Via. Ha? Via, kommt nämlich ins Kino. Via. Soll ich anfangen jetzt mit Via? Ja, lies doch wenigstens mal kurz vor, worum es geht, oder? Ja, okay. Get Out-Regisseur Jordan Peele bereitet einen neuen Albtraum vor, der sich um zwei Paare, eines schwarz, eines weiß, drehen und im Frühjahr 2019 starten soll. Warum redest du jetzt so blöd? Zwei Paare, eins schwarz. Also im Trailer, wenn ich mich recht erinnere, sieht man nur die schwarze Familie, genau. Ja. Und die kommen dann nach einem Ausflug wieder und mit einmal steht, also die Familie besteht, glaube ich, aus 4 Personen, irgendwie 2 Erwachsene, 2 Kinder. Und da steht plötzlich quasi ihr Spiegelbild in der Auffahrt. Also genau auch 2 Erwachsene, 2 Kinder und die haben ganz gruselige Masken und benehmen sich ganz seltsam und wollen bei denen eindringen und so. Boah, sah irgendwie sehr abgefahren aus. Ich glaube, das habe ich verwechselt. Ich glaube, das ist nämlich der Regisseur von Get Out. Ja, steht er da. Get Out, ja, Regisseur. Genau. Jordan Peele. Habe ich ja gesagt, aber ist ja wurscht. Ne? Es kommt jetzt nochmal eine Doku ins Kino. Die haben auch schon einige andere gesehen gehabt und besprochen in ihren Sendungen, nämlich die heißt Free Solo und war auch, glaube ich, bei den Oscars mit irgendwie dabei in den besten Dokumentationen in der Nominierung. Und zwar, hat, glaube ich, sogar gewonnen, wenn ich mich recht erinnere. Beste Dokumentation, ja. Ja. Da geht es um Extremkletterer Alex Honnold, der ohne jede Sicherung die 1000 Meter hohe Steilwand des El Capitan im Free Solo erzwang. Ja, El Capitan kennt man zum Beispiel aus Gran Turismo auch, die Strecke, die da lang führt. Ja, ich habe übrigens zuerst gedacht, das ist ein neuer Spin-off von Star Wars. Ah,
Auch nicht schlecht. Ja. Dann läuft noch an Frau, Mutter, Tier. Eine deutsche Komödie nach dem Theaterstück von Alexandra Helmig über drei Frauen unterschiedlichen Alters, die mit ihren Rollen als Frau und Mutter jonglieren. Das Schöne ist, Komödie ab 0 Jahren mit Annette Frier. Und Julia Jensch. Und ab 0 Jahren heißt, es wird nicht unbedingt Pipi-Kaka-Humor. Ne? Kann auch sein. Kann auch Ach sein. Ja. Also, ja. Es startet auch noch Iron Sky, The Coming Race. Die bekloppten Weltraum-Nazis sind zurück. Diesmal leben sie nicht hinter dem Mond, sondern im Erdinneren. Und Hitler reitet einen T-Rex, Ausrufezeichen. Ich habe den neuen Trailer habe ich auch schon gesehen und total gefeiert. Ich weiß nicht, das ist ja. Das ist so herrlich bescheuert, ja. Ich muss mir den eher angucken, weil steht irgendwo ja. Mein Name im Abspann, weil ich mitgefandet habe. Oh ja, da bin ich. Du weißt ja, ne, wenn die Glotzbübel kommen, die 1000 Glotzbübel vom Dr. Mabuse, Abspann gucken. Achso, das müsste also ja jetzt bald, jetzt ja, Ende bald. März kommt ja die Blu-ray. Genau, ist bald. Dann, die Goldfische startet. Tom Schilling vereint ein starkes Ensemble hinter sich in einer Komödie über die Mitglieder einer Behinderten-WG, die Schwarzgeld aus der Schweiz schmuggeln. Da haben wir jetzt ein paar Mal schon den Trailer und das Sneak gehabt, wo es darum geht, dass eben hier Tom Schilling da irgendwie im Rollstuhl da sitzt und hier mit diesem Busfahrer. Ja. Nee, da warst du immer noch draußen, ne, oder? Hast du den schon mal? Nee, hab ich gesehen. Sieht irgendwie ganz witzig aus irgendwie. Ja. Ist vielleicht nicht so dieser, hoffentlich nicht so dieser typisch deutsche Till Schweiger-Film, sondern vielleicht mal was anderes, ja. Ist Tom Schilling mit Peter Schilling verwandt? Weiß nicht. Völlig losgelöst. Die Wüste lebt. Head Full of Honey. No. Besprechen wir nicht, guckt euch das nicht an. Machen wir weiter. Das ist echt traurig, also Nick Nolte und Matt Dillon, echt traurig. Vorhang auf für Cyrano. Humorvolle Liebeserklärung an den Autor Edmond Rostand wahrscheinlich, der mit Cyrano de Bergerac eines der berühmtesten französischen Theaterstücke aller Zeiten schrieb. Oh. Das andere sind Dokumentarfilme. Es läuft noch an Against the Night, ein Horrorfilm. Steht aber auch nichts weiter dazu da. Und Against the Night. Auf der zweiten Seite sind wir jetzt schon, ne? Das Haus am Meer ist noch. Ich hätte noch Sober Driver, die russische Verwechslungskomödie. Ich glaube, es läuft bei uns nicht, oder? Der läuft. Der läuft. Sagst du Sober Driver? Das Haus am Meer. Verleiher-Kinos da. Das Haus am Meer läuft noch an. Familiendrama vereint drei entfremdete Geschwister vor dem Panorama Südfrankreichs, das bald zum Schauplatz der Flüchtlingskrise wird. Ja, dann sind tatsächlich im Kinostar-Verleih. Sag ich doch, ein Russe, natürlich. Wer hätte das gedacht? Ich? Überraschend. Ja. Ja, dann sind wir durch mit den Kinostarts der Woche und mit den Kinocharts. Ich denke mal, da war für jeden was dabei. Bewegen wir uns mal in den Bereich, was so an Neuigkeiten gibt im Kino. Wahrscheinlich, also wenn man nicht völlig hinterm Mond lebt, hat man mitbekommen, dass letzte Woche ein neuer Trailer gelauncht wurde für das Endgame von den Avengers. Und ja, ein paar zusätzliche Szenen drin, würde ich sagen. Nicht viel. Nette Szenen. Nicht viel mehr, aber ein paar zusätzliche doch, die einen da doch schon ziemlich begeistern, würde ich sagen. Ja, aber die auch viel zu viel verraten. Ach komm. Der Trailer macht mich kürre. Der Film geht 3 Stunden, ey. Da wird noch genug drin sein, was du noch nicht errätst. Ja, aber wenn du überlegst, am Anfang ist Tony Stark auf dem Schiff und zum Schluss, also Mitte oder Ende des Trailers, läuft er mit den anderen in diesen neuen Avengers-Anzügen unten. Anfang, der schafft es auf die Erde zurück. Am Anfang ist Tony Stark irgendwie wahrscheinlich schiffbrüchig auf irgendeinem Planeten ganz alleine in Schwarz-Weiß. Das Schwarz-Weiß sind Rückblenden. Ach, das war das, wo bei Iron Man damals. Das war das aus seinem ersten Film. Aus erstem Iron Man. Ja. Und ihr wisst schon, Tony Stark hat eine extrem zentrale Rolle. Iron Man hat eine extrem zentrale Rolle in diesem Ganzen. Aber was weiß ich schon über... Und was ich auch sehr auffällig finde, was der Chris entdeckt hat, darf ich es trotzdem sagen, Chris, wenn du es entdeckt hast? Aber bitte. Rot, in den Rückblenden, die sind ja schwarz-weiß. Außer... Die roten
Dinge, also der rote Umhang, irgendwelche roten Dinge an den Anzügen, die Flaggen auf der Fahne. Alles, was rot ist, ist auch rot und alles andere ist schwarz-weiß. Hat das vielleicht mit dem Illusionsstein zu tun? Der ist also nämlich mit dem auch Realitätsstein. Rot. Ja, oder mit dem Realitätsstein, der ist nämlich auch rot. Nur mal so in die Runde gefragt. Und die Lippen von Brie Larson sind auch rot. Nichts Leute, gegen ganz Brie Larson, ehrlich, die ist toll. Von Captain Marvel. Ich finde es so albern. Also, wir können über 10.000 Dinge diskutieren, aber mir ist doch total wurscht, ob die im Trailer zu rote Lippen hat. Entschuldigung. Vielleicht müssen wir es erläutern, weil das war, das war im Vorgespräch. Deswegen wissen die Hörer das jetzt nicht, was du meinst. Wir hatten im Vorgespräch besprochen, dass im Internet gibt es ja diverse so Reddit-Foren, wo sich so ausgetauscht wird über die ganze Superheldenwelt. Da tauche ich immer mal ab und verliere mich dann so mal für ein paar Stunden. Und da gibt es jetzt gerade so einen riesen Thread, wo natürlich der neue Trailer gelauncht wurde von Avengers Endgame. Gibt es einen riesen Thread darüber, wie Captain Marvel aka Brie Larson da dargestellt wird, ja, weil sie ist da sehr geschminkt in dem Trailer und da gibt es so Screenshots und da wird gezeigt, eben sie hat so knallrot geschminkte Lippen und so und das würde gar nicht zu ihr passen und dann haben natürlich gleich wieder die Leute irgendwelche passende Comic-Panels parat, die beweisen, dass es eigentlich nicht Quatsch ist und ach, ist halt immer ich so. Ich möchte an dieser Stelle einfach ganz kurz Cliff Richard zitieren. Der gesagt hat, rote Lippen soll man küssen. Ja. Ja. Danke. Gerne. Ja, ich will jetzt endlich, dass der Film rauskommt und dass wir ins Kino gehen und ich habe keine Lust länger zu warten. Ich will den Film sehen! Kennst du Culture Beat? Die hatten vor ihrem großen Hit Mr. Wayne hatten sie einen Hit, der hieß Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Tja, für die Spotify haben, die nur Mr. Wayne kennen, die jetzt gerade die 90er immer feiern, dann guck mal, was es da vorher gab. Hä? Ja. Nee, also Avengers Endgame, boah, das sieht der Hammer aus. Da. Wo ist ein bisschen schade, dass Ant-Man nicht vertreten war, muss ich jetzt sagen. Doch. In dem neuen Trailer jetzt keine zusätzliche Szene. Ja, keine zusätzliche. Doch. Ja. Doch, als er an dieses Haus hinläuft, das so ein bisschen verwittert aussieht, wo diese Missing-Plakate an dem Lichtpfeiler sind. Und er springt über diesen Dingsen, über den Bleistift drüber. Stimmt, ist auch neu. Ja. Also jetzt halt mal. Also die aus dem ersten. Jetzt kommt der Ant-Man-Fanboy hier die, wieder so. Die aus dem ersten. Ich fand aber aus dem ersten Trailer hat er eine viel coolere Rolle, wo er dann plötzlich so unten steht, so vor der Kamera. Hey, ich bin's hier, ihr kennt mich. Ja, aber ich glaube, dir würde es auch besser gefallen, wenn der Film nicht Endgame, sondern Endgame. Endgame, heißt. Ja. Aber mich lustig machen, ne? Tja. Na gut, dann sind wir also gespannt, was da so passiert bei Avengers Endgame. Das ist ja nicht mehr. Gehen wir da eigentlich in die Mitternachtspremiere? Nö, nicht mit mir. Mitternacht nicht. Mal gucken. Aber dann donnerstags gleich abends. Ach so, ja, das müsste machbar sein, ja, aber nicht Mitternacht, dann muss ich ja wieder freinehmen oder so. Was habe ich hier noch aufgeschrieben? Was ist denn das? Ultraman. Ach so, ja, Ultraman. Ihr werdet das bestimmt nicht kennen, weil das gab so, da kann ich mich auch nur ganz, ganz dunkel dran erinnern. Als ich ganz, ganz klein war, gab es so eine Serie im Fernsehen und die war auch schon alt zum damaligen Zeitpunkt. Eine japanische Serie, wo diese typischen Kaiju-Serien kennst du vielleicht, wo so in so riesigen Robotern irgendwelche Kids dann irgendwie kämpfen, ja, also so ähnlich wie Pacific Rim und das lief damals schon irgendwo so, sah damals schon ziemlich alt aus, diese Zeichentrickart, diese Animeart und da hat jetzt Netflix die Rechte dazu gekauft, die bringen nämlich, wie es hier steht, Ultraman zurück ins Fernsehen. Netflix spendiert der legendären Kaiju-Klopperei ab dem 1. April eine neue Anime-Serie, deren Trailer bereits sehr actiongeladen daherkommt, den werde ich mal mit verlinken. Ach, hier steht es auch. In den 60er, ja? Ja, ich habe es gerade noch gegoogelt, weil ich so Ultraman habe. Und ich sehe diese Figur und tatsächlich ein paar Synapsen haben sich bewegt. Ich habe den schon mal irgendwo gesehen. Aber ja. Das ist, 30 Jahre her. Ich will das auch sehen. Kannst selber Google bedienen. Das sieht cheesy aus. Ich warne mal vor, das sieht cheesy aus, das Alte.
die alten Dinger, die sehen echt cheesy aus. Ich habe es damals, glaube ich, als ich klein war, noch ein bisschen abgefeiert. Da fand ich irgendwie lustig. Und ich mag ja eh so diese, was weiß ich, Godzilla und Pacific Rim und wenn irgendwelche riesigen Viecher da irgendwie alles kaputt trampeln. Und das kommt jetzt wieder halt und das finde ich schon irgendwie ganz nett. Hier steht da, in den 60er Jahren verteilte Ultraman im Fernsehen Backpfeifen an Monster und Schurken aller Couleur. Jetzt bringt Netflix die Helden auf die heimischen Bildschirme zurück. Ja. Ultraman ist ein Hybridwesen aus einem Menschen und einem Außerirdischen. Bei seiner ersten Mission auf der Erde verschmolz der Monsterjäger mit einem japanischen Piloten und rettete ihm so das Leben. Oh. Das Ultraman-Franchise, zu dem auch diverse Videospiele und ein Manga gehören, erhält einen zeitgemäßen Reboot. Statt Schauspieler in Alu-Kostüm gibt es jetzt Effektgewitter im 3D-Look. Ja, bin ich gespannt drauf, will ich sehen. Bei euch weiß ich nicht, ich glaube, war ja nicht so. Guck da mal rein. Ja, also. Da muss man, glaube ich, ein bisschen Beziehungen haben zu dem, wie es früher war. Dann, nächste News, die bei mir reingeflogen ist in die Filterbubble. Relativ aktuell, kam heute Nachmittag. Nämlich Bird Box haben wir alle geguckt mit Sandra Bullock hier mit verbundenen Augen. Wieso lachst du da? Ich fand den gut. Und ja, ist in Nachbetrachtung ist vielleicht nicht ganz so gut. War ja ein Riesenerfolg für Netflix. Also haben irgendwie 45 Millionen Accounts haben den geguckt, wobei man ja nicht sicher ist, wie viele da wirklich mitgucken mit dem Account. Da hat ja Netflix auch schon diverse Probleme, dass Accounts geteilt werden und so. Auf jeden Fall 45 Millionen Accounts haben den geguckt. Wahrscheinlich haben doppelt so viele Menschen geguckt. Und relativ früh, was ich noch gar nicht wusste, gab es wohl ein Thema, was aufgemacht worden ist von der kanadischen Regierung sogar. Und zwar ist im Film, werden so ein paar reale Unglücke gezeigt in quasi so echte Aufnahmen. Und das sind keine gestellten Aufnahmen oder irgendwelche Stock-Footage oder sowas, sondern die haben da tatsächlich ein echtes Unglück genommen von einem Zugunglück, nämlich den 2013 passierten Lac-Mégantic-Unfall von einem ein großes Zugunglück, wo es auch 47 Menschen ums Leben gekommen sind und 30 Gebäude auch zerstört wurden, weil da so ein Tankzug da entgleist ist. Und das haben die in dem Film verwendet und Netflix hat sich damals so hinter den Kulissen entschuldigt, dass sie das gemacht haben, wollten aber nicht jetzt den Film großartig editieren und haben gesagt, wir lassen das jetzt mal so. Und jetzt haben sie aber gesagt, jetzt im Nachhinein, jetzt nachdem dieser erste Riesenhype durch ist, wollen sie die Szenen wohl editieren und durch irgendwie gleichwertige Szenen ersetzen oder irgendwie was sogar noch was investieren, damit da Spezialeffekt-Team da irgendwie die paar Sekunden irgendwie nachstellt und irgendwie das unkenntlich macht, um was es sich da handelt und so. Dass sie nicht die echten Szenen verwenden, ja. Ich werde das mal mit verlinken, die Meldung dazu. Ich habe bloß erstmal hier das reingeschmissen hier. Ja, kann man machen, wenn es sowas ist, oder? Nicht, dass da irgendjemand sagt, oh, da ist meine Mama drin gestorben oder so. Ja, das ist halt schon heftig. Ja. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das echte Szenen sind. Also als ich das gesehen habe, ich habe jetzt nicht gedacht, oh, das sieht aber so echt aus. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das Filmemacher überhaupt machen. Also so original. Also außer es ist jetzt eine Dokumentation oder es ist wirklich an was irgendwie angelehnt, an eine richtige Katastrophe und der Film geht darüber. Aber dass man jetzt einfach sagt, ich brauche ein Unglück, ein Bild von einem Unglück, wo ein Zug entgleist für meinen Film, weil das dramatisch ist. Ich nehme mal irgendwas, was es gab, was echt passiert ist, finde ich schon hart. Naja, also hier steht, die Macher wollten die postapokalyptische Welt glaubhaft darstellen und griffen deshalb auf reales Archivmaterial zurück. Also da gibt es wahrscheinlich auch so eine, ja, weiß nicht, so eine Footage-Datenbank, wo du dich da bedienen kannst und wahrscheinlich kommt da vorher nicht nochmal eine Abfrage, ist das okay für euch, wenn wir das in dem Film nehmen, sondern das kannst du halt dann wahrscheinlich einfach verwenden. Aber die fanden es halt nicht so witzig, dass das jetzt in diesem Film da so gezeigt wurde. Und ja, na gut, ja, jetzt wird es halt... Kann ich nachvollziehen. Gerne, ich finde es auf jeden Fall gut, dass Netflix solche Sachen auch kommuniziert. Das ist ja okay, wir ändern es jetzt aus dem und dem Grund und nicht hier einfach, sie hätten ja die Möglichkeit einfach so hinter den Kulissen jetzt einfach Sachen zu ändern, würde wahrscheinlich kaum jemand auffallen, wenn da jetzt plötzlich was geändert wäre, weil ich glaube, der Riesenhype mit Bird Box ist vorbei. Guckt jetzt eigentlich kaum jemand noch und die es jetzt gucken, denen wird ja nicht auffallen. Oh, da war was anderes oder so. Keine Ahnung. Ja.
Okay. Jo, dann werfen wir doch mal einen Blick hier. Ach, Moment, da haben wir ja auch so einen Trenner dafür. Dafür. Briefkasten. Gucken, ob es da was gab. Ja, zu Captain Marvel gab es was. Hey. Stimmt, das war ja unsere vorhergehende Episode. Und der Martin, der wundert sich nur, dass wir so hohe Bewertungen gegeben haben für Captain Marvel. Für ihn war der Film nämlich nicht mehr als nur durchschnittlich. Die ganze Story war sehr beliebig und leider überhaupt nicht packend. Ja. Gut, das, aber das ist es halt, jeder mag das anders, ne? Also jeder empfindet das anders. Das ist auch, okay, so ich habe im Facebook folge jemand, der hat den Film angeguckt und fand ihn ganz furchtbar und hat ihn jetzt irgendwie ein zweites Mal geguckt. Also quasi einfach nochmal eine neue Chance gegeben und fand ihn jetzt nicht mehr ganz so schlimm. Siehst du? Also das ist so. Hereditary, sag ich nur. Nee. Also, ja, das ist Kino. Jeder empfindet es anders. Das finde ich okay. Ja. Heute mega politisch korrekt. Obwohl der Martin arbeitet ja im Kino, der hat ja die Möglichkeit, das mehrfach zu schauen. Ja, oder vielleicht auch im Englischen mal gucken. Wir haben es im Deutschen. Vielleicht haben wir wieder das Problem mit der Synchronisation. Ach, du meinst, vielleicht war es im Englischen scheiße und wir fanden es im Deutschen gut, oder? Nee, anders. Vielleicht findet er es im Englischen besser. Kann auch sein. Weil irgendwie mehr Dramatik durch die Stimme transportiert wird oder kann so. Kann auch keine sein. Ahnung. So geht es mir jetzt gerade bei der Serie Sex Education auf Netflix. Habe ich zuerst auf Deutsch geguckt, fand sie ganz, ganz furchtbar. Jetzt habe ich die auf Englisch geguckt. Oh, herrlich. Ha. Großartig. Gillian Anderson. Super. Muss ich, glaube ich, auch mal reingucken. Super. Aber Serien ist ein gutes Stichwort. Ich habe auch noch eine. Ach so, na gut, dann erzähle ich kurz was zu Sex Education. Da geht es darum, dass ein junger Typ ist an so einer Highschool. Ich weiß gar nicht so richtig, wo das spielt. Ob das jetzt USA ist oder England, muss ich mal recherchieren. Es könnte irgendwie beides sein, so von der, vom, ja, von der Art her, wie es dargestellt wird. Aber die sprechen alle so ein bisschen extrem englischen Akzent auch. Ich denke mal, es ist vielleicht irgendwo in England. Aber die Schule und das Ganze drumherum, das ist alles so ein bisschen USA-mäßig. Deswegen bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall, der ist der Sohn einer Sextherapeutin, gespielt von Gillian Anderson, die das großartig macht. Und die lebt alleine, die ist geschieden. Ihr Ex-Mann wird gespielt von, wie heißt der, Purefoy mit Nachnamen hier, fällt mir gerade Vorname nicht ein. Einen kennt man zum Beispiel, der hat da den einen König gespielt bei Ritterhaus Leidenschaft zum Beispiel. Aber mit dem hat sie nicht so viel zu tun, ja, skypt sie immer mal. Auf jeden Fall ist sie Sextherapeutin, da kommen immer so die dubiosesten Typen zu ihr und breiten da ihr Herz aus. Und ihr Sohn, der jetzt langsam so in die Pubertät kommt, der ist bei ihr zu Hause, weiß gar nicht damit umzugehen. Da stehen überall irgendwelche Dildos aus Holz und sowas, überall die Literatur da mit irgendwie Pillow Talk und sonst was allem. Und ja, er findet dann aber, also er ist auch in der Schule so ein bisschen Außenseiter, hat als Freund, als besten Kumpel auch noch einen, der schwul ist, der das aber so ziemlich offen zeigt. Also der ist eigentlich so das völlig Gegenteil wie er. Er ist eher so das Mauerblümchen und so. Und er findet dann aber interessanterweise, dass er auch so das Talent hat, wie seine Mutter, den Leuten zu helfen bei ihren Sex- und Beziehungssachen, obwohl er selber da gar keine Ahnung hat davon, weil er es noch nie irgendwie was hatte. Und ja, er kann dann halt seinen Freunden oder seinen Klassenkameraden da ganz gut helfen mit Rat und Tat, obwohl er selber da gar keine Erfahrung hat. Und die ziehen dann auch so ein kleines Geschäft auf in der Schule. Da haben sie dann so einen verlassenen Trakt in der Schule, der angeblich Asbest enthält, wo keiner mehr rein darf, und da sind so Toiletten drin, und er setzt sich halt wie in so einen Beichtstuhl rein, und auf der anderen Seite setzt sich jemand rein, er erzählt die Probleme und so. Ist alles sehr amüsant und charmant gemacht und teilweise auch ein bisschen dreckig, aber auf eine angenehme Art dreckig, der Humor. Ich kann das empfehlen. Macht mir viel Spaß, also gucke ich immer noch weiter. Und Chris, was hast du für eine Serie? Ich habe noch Love, Death and Robots. Ah ja, die wollte ich unbedingt gucken. Ich wusste gar nicht, dass die schon anläuft. Ich habe da irgendwie was mit April gespeichert gehabt. Ja, genau. Erzähl mal, bin ich sehr gespannt. Nicht jugendfreie Animationsanthologie-Serie von Tim Miller und David Fincher. Und das ist gepaart so von ganz kruden Gedanken teilweise, von sehr viel Witz auch, von Dunkelheit. Also ich habe jetzt bis jetzt auch nur zwei Folgen gesehen, muss ich ehrlich sagen. Die sind relativ kurz, die sind alle unterschiedlich lang. Also die erste Folge ist Sonnys Vorteil oder Sunnys Vorteil.
Und die ist schon relativ duster, erinnert so ein bisschen auch an das ein oder andere, was man vielleicht sogar schon mal gesehen hat, mit Kämpfen, also wenn zwei gegeneinander kämpfen, aber die werden halt gesteuert. In dem Fall sind es Monster, die gesteuert werden, indem sich die Personen reinversetzen. Und das ist schon ziemlich duster und ziemlich blutig auch und böse. Und das zweite Ding ist drei Roboter. Und bei drei Roboter saß ich dran, ich hab richtig lachen müssen. Also ich musste echt laut loslachen. Weil das ist so herrlich bescheuert. Also Tim Miller ist ja der Regisseur von Deadpool, wenn wir vielleicht mal erwähnen. Und David Fincher ja zum Beispiel so von Fight Club oder sowas. Ne? Ja. Genau. Also wie gesagt, es ist echt cool, was die auch da auf die Beine gestellt haben, weil wirklich jede Folge oder jedes Kurzfilmchen ist halt auch anders gemacht. Und da sieht man auch, was alles möglich ist mit Animation und mal wirklich mehr so comic-mäßig, dann ziemlich real, dann einfach cool. Also ich freue mich da wirklich, es sind 18 Folgen. Ich freue mich da jetzt auf die anderen auch noch, vor allem hier so auf Folge 6 zum Beispiel, die heißt Als der Joghurt die Kontrolle übernahm. Ja, die Wissenschaftler haben eine hyperintelligente Joghurtart gezüchtet, die schon bald um die Weltherrschaft buhlt. Und das dauert nur 6 Minuten lang. Das sind so Sachen. 6 Minuten? Okay. Ja, 6 Minuten. Oder dann auch noch alternative Zeitachsen. Möchten Sie sehen, wie Hitler auf verschiedene groteske Arten stirbt? Dann kommen Sie zum Multiversity. Und das sind auch so Sachen, wo ich denke so, ach du Jemine. Und ich glaube, die machen da auch vor nichts halt. Wie gesagt, es ist kann total gruselig sein, kann total witzig sein. Ich finde es ganz cool bisher, einfach von den Animationen her, wie man es gemacht hat, weil halt wirklich alles anders aussieht und alles eine kleine kurze Geschichte erzählt. Ich bin gespannt, was da noch bei rumkommt. Bisher aber, ja, ganz cool. Ist halt so wie Black Mirror, ne? Also wenn man so, also jede Geschichte hat zwar primär irgendwas mit der ungefähr derselben Thematik zu tun, also so von der Art her, aber es ist halt immer so abgefahrene Sachen. Ich habe nur hast du den Trailer mal gesehen eigentlich? Wo so wirklich. Nee, ich habe den Trailer noch nicht gesehen, Da gibt es einen Trailer für das komplette Werk, ja. Und da wird so im Staccato-Takt innerhalb von, weiß nicht, Zehntelsekunden werden irgendwelche Bilder gezeigt aus dem Ganzen, also aus diversen Folgen. Zack, 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 zack. Und danach sitzt du da, wow, was habe ich gerade gesehen hier? Also siehst halt immer so wirklich völlig abgefahrene Dinger davon. Und da habe ich gesagt, okay, muss ich gucken. Aber irgendwie hatte ich es irgendwie, dass das jetzt schon anläuft, das nervt mich jetzt. Ey, dass ich da, das ist jetzt, glaube ich, jetzt die Woche gestartet. Ja, aber warum kriegt man da keine? Ich kriege hier die ganze Zeit irgendwelche Notifications von Netflix für irgendwelches Mistzeug, was ich nicht sehen will. Und das, wo ich mir schon mal einen Trailer angeguckt habe, wo ich gesagt habe, ja, setze ich auf meine Liste, da kriege ich keine. Ist irgendwie komisch. Mir wurde es angezeigt. Das kriege ich, ist komisch. Ich habe auch noch was geguckt, tatsächlich eine zweite Staffel von Jerks. Weiß nicht, ob das jemand kennt. Ja. Ich habe mit der ersten Staffel damals, ich bin jetzt gerade hier irgendwie so voll in der Richtung unterwegs, gerade merke ich. Jerks habe ich die erste Staffel, da habe ich mich ein bisschen schwer getan teilweise. Die macht aber, die wurde zum Ende zu immer besser. Also mit Christian Ulmen und Farid Adem in den Hauptrollen. Und die eigentlich sich selbst spielen. Wie sie so selbst so durch ihr Leben kommen, aber natürlich alles so fiktiv. Also auch, da passieren halt so Sachen. Ist so ein bisschen so wie, weiß nicht, Entourage, wie die Serie oder so, wo auch, da spielen die sich nicht selbst. Nee, eher so wie Pastewka vielleicht, kann man sehen. Ja, Pastewka. Bloß halt ein bisschen abgefahrener. Und hier die zweite Staffel, die habe ich schon lange hier liegen gehabt, irgendwie auf Disc und hat jetzt mal geguckt gehabt. Und die ist so viel besser als die erste Staffel. Und da sind fast in jeder Folge sind irgendwelche bekannten Darsteller oder Schauspieler oder Sänger. Oder zum Beispiel mit Andreas Burani, die erste Folge. Ich habe mich so kaputt gelacht bei der Szene. Ich will es jetzt nicht spoilern. Also, wer wissen will, in welche Richtung das geht, Jerks Staffel 2, erste Folge gucken. So, dann wisst ihr, ob euch das gefällt oder nicht. Ja. Und da spielt auch die Frau von Christian Ulmen mit hier, die Colleen Ulmen-Fernandes zum Beispiel. Und ach, einfach total herrlich. Ich habe das komplett in einem Zug durchgeguckt, durchgebinged, wie es so schön heißt. Die zweite Staffel. Freue mich da. Auch gibt eine dritte, sehe ich gerade. Gibt sie schon? Ach nee, 8.5. Am 8.5. Ich bin dann mal weg. Das ist ja bald. Okay.
Und hast du noch eine Serie geguckt? Okay, du bist doch eigentlich die Serienguckerin. Ja. Ich habe geguckt. Oh Gott, ja, stimmt. Ach du gute Güte. Das kann man aber nicht als Serie gucken bezeichnen, weil ich habe nicht mal die erste Folge zu Ende geguckt. Es kommt auf Netflix kam eine neue Serie raus, das ist so Teenie-Zeug, und zwar hieß es The Order. Ah, das wurde mir zum Beispiel empfohlen. Genau. Ja, jetzt sagst, jetzt hab, wo du sagst, ich hab gedacht, ja. Ah, ich habe so den Trailer gesehen, so ach, ist ja ganz nett, kann man mal so nebenher gucken, ne? Halt mal so ein bisschen Teenie-Scheiß, gucke ich ja ganz gern, ne? Und ich habe die geguckt und normalerweise gucke ich neue Serien, also grundsätzlich die ersten paar Folgen sehr aufmerksam, ne? Weil da mache ich nicht noch irgendwas nebenher, irgendwie Wäsche oder Handy rumdaddeln oder was weiß ich, sondern ich gucke mir das richtig an. Und ich habe das auch in dem Fall so getan, aber ich hatte das Gefühl, ich verpasse irgendwas, weil, also Grundstory ist, ein junger Mann lebt bei seinem Großvater und will unbedingt auf diese eine spezielle Uni aufgenommen werden, weil bei dieser einen speziellen Uni gibt es eben diese Geheimorganisation, The Order, die Blaue Rose heißen die. Das Ganze hat irgendwas mit dem Tod seiner Eltern zu tun. Und dann kommt er da an der, wird dann tatsächlich aufgenommen, und dem man also so aus allwissender Perspektive beschrieben. Du siehst dann auch, wie die Geheimorganisation quasi ihn so auch in der engeren Auswahl hat, eben mit der Vergangenheit seiner Eltern, die ja auch schon Mitglieder waren. Da werden die ja dann immer mit angeschaut, ob man die auch wieder aufnimmt oder so, die Nachkommen. Und er wird dann an der Uni angenommen. Und dann fangen die ersten komischen Sachen an, die ich nicht verstanden habe. Sein Opa fährt ihn dahin, ja, und er hat seinen Rucksack und seinen Karton in der Hand und will halt quasi in sein Wohnheim ziehen. Und er läuft über so eine Wiese und wird direkt von so zwei Typen quasi überfallen, ja, die ihn in so eine normale Bruderschaft aufnehmen wollen, so. Und wird dann der Sock vom Kopf gezogen und dann sitzt er da und sagt so, nee Leute, das ist ja ganz nett, was ihr hier macht mit euren Kutten und so, aber ich will gar nicht. Ne? So. Und wie kommt ihr überhaupt auf uns? Und dann sagen die, wir haben dich beobachtet, seit du da bist. Und ich innerlich so, also 5 Minuten oder ich blick's nicht, ja. Und dann stirbt plötzlich einer. Der stirbt einfach, erstmal, der ist kurz da, dann stirbt er und der Junge wird verdächtig, damit was zu tun zu haben. Und ich so, wann ist denn der jetzt gestorben und wie? Ich hab's nicht verstanden. Und dann hast du die ganze Zeit das Gefühl, das spielt alles an einem Tag. Also der hat irgendwie immer die gleichen Klamotten an oder ich hab's nicht gesehen und der hat nur ähnliche Klamotten an. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, das spielt alles am selben Tag, aber da sind Zeiten dazwischen. Da vergeht irgendwie, vergehen 2-3 Tage, aber der ist immer nur in einer Vorlesung. Und dann wird er dann doch aufgenommen in diese blaue Rose und dann muss er da irgendwas für tun. Und dann das ist ganz, ganz seltsam. Und ich habe nicht mal die erste Folge zu Ende geguckt und verstehe es schon nicht. Also da passt irgendwas nicht mit den Schnitten, mit der Erzählstruktur. Irgendwas stimmt nicht. Deswegen hat es mich nicht gecatcht. Ich habe nicht weitergeguckt. Vielleicht gab es die Auflösung dann am Ende der ersten Folge. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich es mal zu Ende gucken, aber wenn das so weitergeht, dann. Aber das wurde mir auch empfohlen hier, die Order, genau. Da sah irgendwie das Cover sah ganz nett aus von der. Ja, ich sage ja auch, der Trailer sah ganz cool aus, aber ich blick die Folge nicht. Weißt du? Da muss in einer Folge ungefähr eine Woche Zeitspanne sein, schätze ich mal, ja. So. Aber ich merk's nicht. Da ist der Tod, dann sitzt er in der Bar und will ein Bier trinken, dann legt er sich mit dem anderen an, dann ist er plötzlich Mitglied, dann muss er da irgendwelche Aufnahmeprüfungen bestehen und er war zwischenzeitlich in einer Vorlesung und es war jetzt nie irgendwie mal Nacht draußen, weißt du, dass du sagst, der ist mal nachts über den Campus gelaufen in seine Wohnung oder in sein Zimmer oder der war beim ist morgens aufgestanden und ins Bad gegangen, Zähne zu putzen, dass du wirklich blickst, dass da jetzt Tage vergehen. Das ist nicht gegeben. Das ist gefühlt, spielt das alles in einem Tag und das kann nicht sein. Ist ganz komisch. Kann sie nicht empfehlen. Mehr höre ich da raus. Nee. Na gut. Nee. Ja, da ist halt so. Ich habe Umbrella Academy geschaut. Sehr begeistert. Ja, sehr, sehr begeistert. Geil. Das Ende ist so gut. Was mich da besonders begeistert hat, also ich muss zugeben, die Serie hat es mir ein bisschen schwer gemacht am Anfang. Ich fand es aber trotzdem
was mich bei der Stange gehalten hat, war der Fakt, dass es einfach ganz, ganz, ganz toll inszeniert ist. Also von der Regie, da gibt es teilweise in jeder Folge gibt's einen zentralen Song auch, wo wirklich so Szenen zusammengebaut werden, die fast wie so ein Musikvideo wirken, wo du genau merkst, okay, der Regisseur, der hatte schon beim Dreh die Idee, genau diesen Song zu nehmen, und deswegen hat er die Szenen so gedreht, und das finde ich einfach sehr, sehr gut. Und in Folge 4, da kommt ein Song, der mir sehr, sehr gut gefällt, und deswegen hat mich das sowieso dann, und ja, ganz, ganz cool gemacht. Ich hatte die Serie ja schon besprochen und habe dann, da hatte ich irgendwie 4 oder 5 Folgen gesehen, also ich glaube nur 4, und hatte ja schon gesagt, dass ich so einen Verdacht habe, worauf das hinausläuft. Und der Verdacht hat sich zwar bestätigt, ja, zum Schluss, aber auf so eine ganz coole und krasse Art und Weise. Deswegen nehme ich es dem Film gar nicht, der Serie gar nicht so krumm, dass ich das so früh in der Serie schon vermutet habe. Also was man sagen muss, ist ja, das ist ja eigentlich keine Superhelden-Serie oder wie so X-Men, wirkt es ja am Anfang vom Trailer her, aber es ist ja eigentlich eher so ein Familiendrama, und das fand ich eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Absolut empfehlenswert, ich habe es komplett durchgeguckt, weil wir das ja auch für Fortsetzung Volk besprochen haben, und ich wollte eigentlich nur so die ersten paar oder ein, zwei Folgen gucken, und dann hat es mich aber so begeistert, dann habe ich es noch durchgeguckt, ja. Kann ich nachvollziehen. Kann ich empfehlen. Oh, da haben wir jetzt viele Serien gehabt heute. Dann, dafür, dass nichts im Dokument dazu steht. Dazu, dass vorher nichts da stand. Jetzt steht, jetzt steht nämlich ein bisschen was drin. Ich werf mal einen Blick hier rein, wer so in der letzten Woche unsere Affiliate-Links benutzt hat, zum Beispiel von Amazon. Da hat zum Beispiel jemand, was ist das? Um Gottes Willen. Okay. Naja, ich werde es mal ganz wertfrei jetzt vorlesen. Generation Lahmsteiger, die goldene Ära des FC Bayern, ein Buch. Hat jemand gekauft. Vielen Dank dafür, dass ihr das über unseren Affiliate-Link gekauft habt. Dann eine SanDisk SSD, 240 GB für 35 Euro, das ist ein gutes Angebot. Was ist das? Cosmos Exit, das Spiel. Ach, die Känguru-Eskapaden, kenne ich irgendwo her. Jo, dann viel Spaß mit allen euren Sachen, die ihr da so bestellt habt. Wer uns unterstützen möchte, nutzt die Affiliate-Links, die wir so drauf haben auf der Webseite, oder rechts gibt es so einen Button, der heißt irgendwie Amazon. Einfach klicken und dann dort was bestellen, wenn ihr sowieso was bestellen wollt. Dann kriegen wir eine kleine Provision, die hält den Podcast hier am Leben, die Serverkosten, die Audiobearbeitungskosten und so weiter und so fort. Dann freuen wir uns natürlich auch über nicht monetäre Gesten, wenn ihr zum Beispiel uns einen Kommentar da lasst oder Nachrichten schickt auf Twitter, Facebook, Instagram. Da hat der Kinocast-Account, der heißt nämlich @Kinocast überall. Und ansonsten könnt ihr uns auch direkt anschreiben, zum Beispiel per E-Mail an kate@kinocast.net, chris@kinocast.net oder eric@kinocast.net, und uns irgendwelche Sachen schreiben, an was man mal besprechen sollten. Nette Worte dalassen. Ja, nette Worte, genau. Aufbauende Worte oder wie auch immer. Jo, ansonsten hören wir uns, denke ich mal, nächste Woche wieder, und da werden wir dann den Film von morgen besprechen und mal gucken, was uns sonst noch so unter die Finger kommt. Ach, ich habe eine Rezensions-Blu-ray bekommen von, jetzt habe ich gerade vergessen, wie der Film hieß, irgendwas mit Liebe geht durch den Magen oder irgend sowas, irgend so ein Romantikfilm oder sowas. Den werde ich vielleicht mal dann besprechen, da können wir noch die Blu-ray dann verlosen. Jo, bis nächste Woche dann. Vielen Dank euch beiden. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast.